Ja, hallo und willkommen zurück zu unserem kleinen Weltkrieg. Ich habe das jetzt doch mal versucht mit der Maginot-Linie, ob man die halt mit so einem Grenzkonflikt übernehmen kann. Ich dachte halt ursprünglich, dass das, ne, die haben halt die Maginot-Linie da, dass das ein Problem darstellen würde. Tatsächlich war das so, als ich das angemacht habe, war das auch fast sofort vorbei. Die Gegner haben keine Truppen in den Kampf geschickt. Ich habe zwar trotzdem gekämpft wohl, aber die Gegner waren nur in der Reserve und kamen gar nicht in den Kampf. Und da bin ich jetzt ein bisschen überrascht. Bei den Polen war das was Ähnliches, nur kamen die dann langsam in den Kampf, auch wenn das so später war als meine Truppe. Im Moment scheint das so zu sein, dass der den Grenzkonflikt auslöst, dass der mit allen Truppen immer im Kampf ist, also immer sechs Divisionen waren das, glaube ich. Und der verteidigt, der hat alle seine Truppen in Reserve. Und ich weiß nicht, ob dann irgendwie die Schäden, die gegenseitig in die Luft machen, ob das aufsummiert wird. In jedem Fall, die Maginot-Linie hat ihm gar keine Deckung gegeben, weil die einfach nicht gekämpft haben in der Deckung. Und von da habe ich jetzt die Maginot-Linie einfach so eingenommen. Ich glaube, dass. Ich weiß halt nicht genau. Normal ist es ja so bei so einem Mod, wenn wir den Multiplayer anwenden, dann ist es natürlich schon problematisch, wenn einem Spieler Länder so weggenommen werden, weil er sich faktisch nicht verteidigen kann dagegen. Das müsste man im Multiplayer halt nochmal testen, inwieweit man die Truppen. Also es kann ja sein, dass der Franzose die Truppen vielleicht aus irgendwie. Also sie waren, hat jetzt nicht trainiert oder so. Aber mit dem irgendwas nicht gestimmt hat, weil die KI die steuert. KI ist halt KI. Ich bin nicht ganz sicher, wie das funktionieren soll. Aber gegen die KI ist es so, dass er jedes Land quasi umsonst übernimmt, habe ich im Moment den Eindruck, ne? Oder jedes Teilabschnitt. Das kostet zwar auch ein bisschen was. Also es kostet mehr Punkte, als er dann bekommt, nachher als Belohnung, politische Power und so weiter. Aber wenn er halt so eine Keystellung wie die Maginot-Linie auf einmal dadurch einnimmt, das ist natürlich schon heftig. Und fürs Multiplayer würde allein diese Aktion ja heißen, gegen die Frankreich, was ja normalerweise von der KI gespielt wird, würde es halt einfach heißen, die können hier ohne jedes Problem einfach gerade durchrushen. Ich meine, Frankreich kann man nicht verteidigen. Aber in meinem gesamten Leben habe ich jetzt eine Multiplayer-Runde gehabt. Und zwar, wo die Achsen irgendwie, war das 39 oder 40, haben die dann eben Frankreich den Krieg erklärt und sind dann Russland Krieg erklärt und haben Frankreich nicht erobert. Oder so war das, das war ganz witzig. Ne, also es kommt auch nicht vor, dass Frankreich nicht erobert wird, egal wo die durchgehen. Dennoch, das kann man ja auch auf anderen Nationen machen. Ne? Und da bin ich nicht sicher, ob wir diesen Mod benutzen können deshalb, weil das scheint schwierig zu sein, ist unmöglich, das zu verteidigen, das Gelände. Und ich werde wahrscheinlich Multiplayer nochmal testen, wenn das jemand testen möchte. Aber ich denke, dass wir den wahrscheinlich in Zukunft dann rausnehmen. Werde den jetzt hier in dem Singleplayer-Ding auch nicht weiter anwenden. So, das ist die eine Geschichte. Und dann hat die KI was gemacht, da war ich überrascht. Und zwar haben die den Pakt von Rom gebildet hier vorne. Ich bin nicht ganz sicher, was da los ist, warum die mich nicht mehr mögen. Aber also Österreich ist da drin und Ungarn ist da drin und Italien ist da drin. Der Pakt von Rom. Oh. Das ist das Menü, was ich mal gesucht habe. Aber da brauchen wir halt diese Punkte, ne, um was zu machen. Schöne Sache. Immer noch nicht ganz sicher, wie ich da dran komme. Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist dieses neue UI-Ding unter anderem auch. Ne? Das und dieses Riesenfenster hier oben. Das ist eine tolle Sache. Da kommen sicher noch schöne Dinge. Auf jeden Fall, jetzt, wo die den Pakt auf Rom haben, ist Italien quasi Staatsfeind Nummer 1. Ne? Egal, ob die Faschist sind oder nicht. Waldi, ne? Wir können ihn ja nicht mehr in unsere Fraktion aufnehmen und wir können natürlich auch nicht in den Süden so lassen. Und ich will sicher auch Österreich, ich weiß eh nicht, wie das jetzt ist, wenn ich einen Anschluss mache, ob die das jetzt ablehnen, weil die halt ein Pakt von Rom sind. Aber in jedem Fall diese Geschichte, dass Italien sich halt hier quasi selbstständig macht mit einer eigenen Fraktion. Ich weiß nicht, wie weit die, weil die Faschist sind, mir den Krieg erklären oder nicht den Krieg erklären, frühzeitig oder spät oder wie auch immer. In jedem Fall ist es nicht gewollt, dass ich eine Fraktion in meinem Rücken habe, die sonst Verbündeter wäre. Ne? Und da müssen wir dann nochmal extra Krieg führen. Das ist mir noch nie passiert. Finde ich aber interessant, dass die KI das macht. Ich habe ja nicht historisch eingestellt. Das macht es ein bisschen peppiger, das Ganze. Und eigentlich eine schöne, schöne Sache. So. Jetzt gucken wir mal hier. Ja, also die Maginot-Linie, jetzt wo sie halt haben. Ich meine, warum Frankreich jetzt nicht einfach frontal im Schnellverfahren plätten, jetzt wo die Maginot-Linie steht, ne? Der hat auch noch kein Dings hier vorne. Man kann das, glaube ich, in 300 Tagen erst eskalieren, das Ding. Also das kann ich gerne, wenn ich schon bezahlt habe, auch noch nutzen. Stage Incident. Genau, das würde man einfach in die nächste Region, würde das dann machen. Ich könnte es auch teilchenweise holen, das ist natürlich eh zu teuer. Ja, aber das hier, also die Idee fand ich ganz gut, aber die Umsetzung, dass der Verteidiger quasi immer gearscht ist und er hat halt nicht sich bewegt zu diesem Zeitpunkt. Ich weiß halt nicht, ob mir das gefällt. Maginot-Linie auseinandernehmen, was kriegt man denn da? Wenn ich das mache, dann mache ich die Bunker kaputt und verliere in der Zeit, wo ich das mache, fünf Fabriken. Kann ich hier von außen gehen, dass das irgendeinen Sinn hat, außer dass es nur mit Kosten kommt, ausschließlich? Das ist übrigens witzig, das kam durch den, ja, ihr wisst schon.
Doktrin-Tree hier mit dem Reichskommissariat. Da kann man da Bürgerkriege auslösen mit anderen. Jetzt weiß ich wenigstens, was das ist. Ich habe keinen Mod gemacht, der das aktivieren sollte. Von daher muss das eigentlich eine Basisversion sein. Da aber hier so manche Tooltips nicht mehr richtig lesbar sind, habe ich den Verdacht, dass irgendein Mod da rumgefummelt hat. Aber ich spiele das Basisspiel dazu selten und Patchnotes ist eh zwar nochmal durchgewühlt, aber auch nichts gefunden dazu. Bisschen überrascht. Auch hier so Texte ist normalerweise sehr ungewöhnlich, dass sie so aussehen. Aber was habe ich denn jetzt davon, wenn ich die kaputt mache? Ich verstehe das Ereignis nicht. Also dieser Otto Müller da, der gibt euch irgendwie Leerzeichen. Ich vermute mal, dass da ein Text drin stehen soll, dass ich nicht nur 5 Fabriken verliere und 50 Punkte. Ich mache das einfach mal, weil ich wissen will, was mir die Magnetlinie bringt, wenn ich die auseinandernehme. Ich würde vermuten, dass man da irgendwas bekommen sollte für. Nee, es kostet tatsächlich im Moment erst nur. Keine Ahnung. Ist natürlich dann besonders schwachsinnig, muss man mal sagen. Na gut, so ist das halt manchmal. So, also Grenzkonflikt-Mod, den schmeißen wir dann auf jeden Fall raus, denke ich. Das scheint ja eigentlich keinen großen Sinn zu machen. So, jetzt will die ganze Truppe hier mal trainieren lassen wieder. Kriegen wir noch ein bisschen XP. Ich meine, es gibt euch halt XP und so ein Zeug, es macht Sinn, den anzumachen als Spieler, aber der Verteidiger scheint halt immer so ein bisschen, okay, Pech gehabt, ne? Und gerade wenn man die Grenzen halt bunkern so baut und der Gegner das einfach durch diesen Knopfdruck übernehmen kann, kann nichts gegen machen, das ist immer sehr eine frustrierende Erfahrung für eine schöne Multiplayer-Runde. Von daher, Finger weg. So, hier gibt schon Partisanen hier oben, unwahrscheinlich jetzt, wo der die Truppe steht. 2 Millionen leben in dem Bereich, okay. Ja, also jetzt müssen wir uns auf jeden Fall was überlegen, wie wir hiermit vorgehen. Nur aus purer Neugierde. 240 Tage bräuchte sowas. Aus bei beiden gleich. Es ist denen egal, ob Faschist oder nicht. Ich weiß ja nicht, was bei Anschluss Österreich passiert, ob die dann alle ausflippen und so einen Italienfeldzug durchs Gebirge ziehen. Und dann sagen wir so, lieber früher als später, einfach deshalb, weil ich später teures Gerät habe. Am Anfang sind das halt nur Menschen mit billigen Holzgewehren und ein bisschen Stahl dran. Oder was da verarbeitet wurde. Von daher lieber später als früher. Lieber früher als später. Vor allem, wenn ich die Alliierten noch nicht im Rücken habe. Was ich halt hier überlege ist, weil die aus irgendeinem Grund noch nicht mit den Engländern zusammen sind, bin ich überlegen, ob ich doch Frankreich auch noch nebenbei rushe. Quasi parallel ist das Keyword hier. Gerade mal die Konstruktion hier, Produktion anpassen. Genau, da schrauben wir eine ganze Menge rein. Die Division wird noch gebaut. Waffen kann man gleich nie genug auf Lager haben. Wir haben jetzt gesagt, dass mir hier das Zeugs fehlt, okay. Da brauchen wir nicht viel von. Ich erhöhe das jetzt hier vorne auf jeden Fall. Artillerie wird irgendwann auch, ne, Support-Artillerie rumgetan in die gesamte Armee. Von da darf es auch gerne mehr sein. Ja, die können gerne so weiter produzieren. Panzer, da machen wir nicht unendlich viel von. Jetzt machen wir hier mal eine Stufe runterklicken. Gleich mal beim Ton gucken, scheint mir was leise zu sein. Und hier braucht man ein bisschen mehr von. Dann tun wir das hier gerade mal umstellen. Normalerweise diese Umstellgeschichte, die ich gerade durchführe, ist die halt immer so ein bisschen problematisch, weil die Effizienzen hoch und runter gehen, ne? Also runtergehen hauptsächlich. Aber das ist jetzt bei mir kein Problem oder kein, ist ein kleineres Problem, weil ich ja auf die verteilte Industrie gesetzt habe, da ich Retention habe. Oder Retention oder wie das englische Wort da heißt. Also dass man es auf jeden Fall behält ein Stück weit. Meine Flugzeuge wollen die. Und das ist doch klasse, wenn ich den Jugoslawen da schicke, dann kriege ich 5% weniger Consumer Goods Factories. Und wir wissen ja, man hätte vermutet, Consumer Goods wäre halt zivile Fabriken, aber das ist ja die Summe aller Fabriken minus, ne, die Dockyards. Und 5% von wann ist das, 90 Fabriken sind der, also 10 sind 18 und 5 sind dann 9, ne? Das war komplett falsch. 4,5, also so 4-5 Fabriken sind das mehr. Dafür tue ich halt 25 taktische Bomber ausgeben. Weiterkosten erhöhen sich. Ah, da muss ich euch keine Flieger geben, sagst du. Da wird nur die Fighter-Produktion teurer. Außer eine nette Option. Ja, ich will die eigentlich, die taktisch benutze ich sowieso nicht. Könntest du gerne haben. Setzt die natürlich gegen mich nachher ein, aber ich habe ja mehr Flugzeuge. So, ich habe jetzt diese Naval-Geschichte gemacht, ne? Ich mache ja auch Naval Tech und Naval Doktrin und so. Ich will das ja mit den Schiffen ganz hardcore hier machen, um den Mod da weiter zu testen.
Da fehlen nur zwei Kautschuk. Ich bin mir nicht sicher, ob ich für die zwei Kautschuk wirklich nochmal verorten muss. Ich ziehe den auf jeden Fall nach hinten, dass der nicht von den Flugzeugen bedient wird. Also dafür jetzt nochmal eine ganze Fabrik opfern, weiß ich nicht. Ja, wir müssen auf jeden Fall jetzt mal anfangen, die Feldzüge ein bisschen vorzubereiten. Was ist denn mit diesem komischen Anschluss Österreich? Wo wäre denn der Österreich? Rheinland meine ich. Schreiben die da immer bei, was man. Achso, okay, nach Naval Effort machen wir das mal hier. Und dann gucken wir mal, ob die dann im Süden Streit suchen. Also, das können wir durchaus vorstellen, dass die sich provoziert dadurch fühlen würden. Aber ich denke, dann ist irgendwo Frankreich und Italien das zuerst oder die ganze Fraktion hier im Süden. Ne? Ich vermute mal auch, dass die einen. Aber ich weiß nicht, ob eine Demokratie mit dem Faschist zusammengeht. Ich glaube schon, dass, wenn ich hier Kriegsgrund bastel, dass die in eine Fraktion gehen werden. Die alliierte Fraktion quasi. Wir müssen aber bei den Flugzeugen gucken. Ist ja ganz gut, wenn ich mal einen neuen Flugzeugtech hätte, wo ich das reinschustern kann. Also den nächsten Tech, den machen wir am besten 52 Tage. Ja, dann machen wir am besten einen Flugzeugtech. Hauptsächlich Jäger. Das Problem könnte nur sein, dass wir. Ja, das ist halt ein 40er Modell. Man könnte da irgendwo, glaube ich, einen Bonus freischalten. Also ich weiß, es gibt den Bonus für die Close Air Support normal nur, aber gibt es nicht auch noch einen? Ne, jetzt einen geben würde, hätte ich den eigentlich immer im Kopf gehabt. Seitdem was auch wieder geändert. Ja, strategisch, Close Air Support, Heavy Fighter könnte man einen Bonus reinnehmen, aber. Ja gut, wenn ich das im Voraus tacke für die 500 Punkte, das ist halt zu viel, um es einfach nicht zu benutzen. Ne? Aber das in den 36er Modell packen, das tut mir natürlich auch ein bisschen weh. Also weiter halt die Kriege hier losgehen, tickt das halt über 500. Vielleicht können wir ja einen Kompromiss machen, dass wir jetzt einfach schon mal, sagen wir mal, ein paar davon verbessern. In Europa braucht man eigentlich kaum Range. Reliability, die müssen wir auf jeden Fall erhöhen. Spart halt ein bisschen Industrie. Dann sind die zumindest besser als die vergleichbaren Modelle meiner Gegner. Dass sie das nicht automatisch umstellen hier immer. So. Naja. Ah, was hier? Also es wird converted. Das heißt, die modernisieren jetzt die Flieger. Ah, okay. Da gab es doch genau diese 40-50%-Tax-Geschichten. Die müsste ich mir nochmal angucken. Dann werden die zumindest schon mal verbessert. Close Air Support, da gebe ich jetzt auch nochmal ein paar Punkte aus. Einfach, weil ich den relativ lang benutzen werde, den Einser. Da ist der Hochtecken besonders wichtig, weil die halt nicht wie die Jäger limitiert sind. Also die Jäger sind ja nicht limitiert vom Umfang, wie die im Sektor arbeiten können. Ne? Die sind limitiert im Umfang von der Gefechtsbreite, die da im Einsatz ist, ein Verteidiger. Und da sind es eigentlich besonders wichtig, dass die besonders stark sind. Ground Attack. Ja, dann gehen wir ein paar aus, weil wie gesagt, die behalten wir relativ lange. Engines nur für Überlebensfähigkeit und so. Range hat er, wie gesagt, eigentlich immer. Ich glaube, das lohnt sich hier wirklich auszugeben. Dass sie da unten abstürzen, ist vielleicht nicht so gut. 72, 80%. Ja. Ground Attack, also 10% stärker wäre der dann. Ja, machen wir das mal. Wie gesagt, den Rest, den spare ich jetzt aber auch wirklich an für die neueren Modelle. Die Junkers 87A. Let's go. Der Naval Effort ist fertig. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, jetzt gucken wir mal. Rheinland. Hier können wir jetzt noch einen Typen vergeben. Materialdesigner. Was gibt es denn da Schönes? Motorisiert, Artillerie, Weapon Equipment. Da machen wir auf jeden Fall noch ein paar. Checken wir das mal gerne ein Stück schneller. Was ist denn hier los? Wo wollen die denn alle Fraktionen bilden? Habt ihr sie noch alle? Man könnte ja meinen, dass die Angst vor irgendwas haben. Na gut. Also es fängt normalerweise so an und dann kommen halt die, ne, hüpfen die Länder da rein. Das heißt, eventuell kriegen wir hier vorne noch eine Fraktion zu der Kommentaren, hier unten noch eine Fraktion zu den Alliierten.
Sagen wir so, wenn die sich in kleine Fraktionen splitten, ist das jetzt auch nicht so verkehrt. Normalerweise wäre das ja so, klar, Italien wäre in meiner Fraktion gewesen, das war jetzt verkehrt. Aber wenn Polen seine eigene Fraktion aufmacht, die wären ja sonst bei den Alliierten, das wäre jetzt echt kein großes Drama. Kommt jetzt nochmal, wenn die Russen sich denen gegenüber verhalten, dieser Fraktion, dass sie nicht zu früh zu stark werden, wenn die halt Teile davon erobern. Ja, erstmal warten. Da schneit's. Sammeln weiter XP. Ah, das ist meine in der Küche. Dann machen wir im nächsten Videoteil weiter. Bis später.